Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir haben hier eine interessante Option auf eBay. Hat ein Kollege mir geschickt oder allgemein in die Gruppe und dann habe ich es gesehen, fand ich ganz interessant. Schaut da an Alex. Übrigens nicht Spoof Alex, obwohl das ganz gut passen würde, Spoof und einen Account kaufen, sondern ein anderer Alex. Und dachte ich mir, reden wir mal drüber, schauen uns den Account an. Fand ich recht interessant und dann über die Themen, würdet ihr einen Account kaufen bzw. verkaufen? Und wenn ja, dann für wie viel? Selbst gilt natürlich für mich. Für wie viel würde ich meinen Account verkaufen und sowas? Können wir heute drüber reden und uns den Account anschauen. Der läuft übrigens heute aus. Das heißt, die Auktion ist heute zu Ende. Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr das anschauen wollt, abchecken wollt, vielleicht sogar mitbieten wollt. Und ich bin echt rein zufällig drüber gestolpert. Also ich werde nicht dafür geworben oder so, dass ich jetzt für die Auktion Werbung machen soll. Nicht so wie Pookie. Ich habe letztens ein Video von ihm gesehen, wo er zufällig über einen Instagram-Account gestoßen ist, über das er dann zufällig ein Video machen musste. Also ich bin echt zufällig drüber gestoßen und fand es echt interessant. Könnt ihr schon sehen. 4x Level 40, was krasser ist als meiner. Ich bin gerade mal 3x Level 40, auf dem Weg zu 4x Level 40. 5,3 Millionen Staub ist auch respektvoll, fast auf meinem Level. Und 4 Mewtwo, oder? Auf jeden Fall ein Mewtwo. Schauen wir uns das mal genau an. Informationen zum Verkäufer 100%, also der ist sauber. Nur, wo ist die Beschreibung hier? Hier Artikelbeschreibung. Einmalige Chance auf einen der besten Accounts deutschlandweit. Das bezweifle ich, aber okay. Vorab, ich spiele seit dem ersten Tag und das mehrere Stunden täglich. Das ist gut. Es wurde alles von mir persönlich in Deutschland plus Amsterdam Safari Zone mit der Hand gefangen. Das heißt keine Banngefahr oder ähnlicher Quatsch. Okay. Aber mit der Hand, das kann man falsch verstehen, weil er hat wahrscheinlich auch ein Go Plus verwendet. Oder Gacha. 77,4 Millionen. Ist aber nicht 4x40. Fast Level. Ah, fast. Alles klar, sorry. Fast 4x40, okay. Die dafür fehlenden 2,6 Millionen EP ist mit den vorhandenen Bonbons in kürzester Zeit zu schaffen. Okay. Sehr interessant. 5,3 Millionen Staub. Jeder weiß, wie viele Monate das dauert, um solche Zahlen zu erreichen. In der Tat. 233, 100 IV-Pokémon. Unter anderem alle neuen Starter. Okay. Despotar, Hytera, Bummels, Strassler, Ampharos, Kangama und viele mehr. Okay. 12 Shiny-Pokémon. Darunter als absolutes Highlight 100% Flunkiefer. Alter, das ist krass. 100er Flunkiefer Shiny. Schön, man kann den Account einfach kaufen und dann, wenn Tausch irgendwann kommt, dann kann man sich das 100er Flunkiefer Shiny rüberziehen. Drei Silbermedaillen, Raid und Incognito. Der Rest ist auf Gold. Unter anderem Safari-Zone, Medaille aus Oberhausen. Okay. 23 goldene Arenen. Ist eine solide Zahl, also ich habe 19. Pokédex Deutschland fangbar ist nahezu vollständig. Einige wenige neue aus der Gen 3 fehlen noch. Okay. Diverse 98% Legendäre im Deck. Dreimal Groudon, Arctos, Kyogre, Raikou und so weiter. Zwei Mewtwo. Im Beutel vorhanden, viele TMs, 300 Sonderbonbons, 59 Sternstück, 16 Glückseier, 1352 Münzen. Pokébox und Itembox jeweils auf 1500 Maximum. Das ist auch sehr interessant. Name wurde noch nicht gewechselt. Okay, das ist super interessant. Und Team Instinct. Team Instinct Beste. Ich habe sehr viel Zeit und sehr viel Geld in den Account investiert, was die Zahlen auch belegen. Sie bieten hier nicht auf irgendeinen 0815 Level 40 Account. Das stimmt. Sondern auf ein absolutes Highlight. Er ist solide, das auf jeden Fall, aber absolutes Highlight, naja. Welches Sie so in der Form mit Sicherheit noch nicht einmal vorfinden werden. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne, ich werde diese umgehend beantworten. Viel Spaß beim Bieten. So. Bilder hat er auch. Moment, wo sind die Bilder? So, schauen wir uns mal die Bilder an. Mewtwo. IV unbekannt. Despotar 100. Da. Shiny Flunkiefer 100. Shiny Absol auch noch. Das ist nicht schlecht. Shiny Pichu auch. Also drei Shinies, die ich nicht habe. Okay. Ein paar Dragonans, Zapdos, Lizaros 100. Geowatz, Machomai. Vier Stück Machomai, Logok, Psyana. Ein paar normale 100er halt. Und dann die Medaillen. 106.000 Gefangene. Ungefähr so viel wie ich. Echt krass. Okay. Ich hätte gerne noch ein paar andere Sachen gesehen. Also ein paar Bilder mehr von den Pokémon, von den 98ern vor allem. Und eigentlich eine Liste von allen 100ern eigentlich. Aber
ich nehme mal an, wenn er die nicht gezeigt hat, dass nicht so krasse dabei sind. Also, er hat keinen Lapras gezeigt oder Galaxo oder Capoeira, Kikli, Nocturne oder sowas. Also, falls er eins hätte, dann denke ich mal, hätte er das schon erwähnt. Sprich, er hat nur die 0815 Sachen. Ist ein solider Account. Ungefähr auf meinem Level. Was Gefangen und Sammeln und sowas angeht, Staub und sowas. Ah, jetzt nichts Überkrasses dabei, wie gesagt, kein Galaxo oder sowas oder Target Tick 100, solche Knaller-Sachen. Sondern echt ein super, super solider Account. Highlight ist halt 100% Flunkiefer Shiny. Und momentan ist der auf 500 Euro. Noch 6 Stunden. Wenn ihr das Video seht, dann wahrscheinlich nur noch 5 oder 4,5 oder sowas. Also ich habe kein Interesse an dem Account, aber ist echt interessant zu sehen. Ich bin gespannt, für wie viel der am Ende weggeht. Schreibt unten rein, wie viel ihr für diesen Account bezahlen würdet. Und ob ihr allgemein überhaupt irgendwelche Accounts kaufen würdet. Und natürlich, für wie viel ihr euren Account verkaufen würdet. Muss man ausrechnen. Ich habe ja gesagt, bei den Boxen, bei den Aufbewahrungssachen, das ist sehr interessant, dass beide auf 1,5 sind. Das allein kostet schon sehr, sehr viel Geld. Oder Münzen. Damals gab es halt 100 pro Tag und da war es nicht so schwer, genug Münzen zu sammeln, um direkt alles auf Max zu machen. Aber jetzt, wenn man neu anfängt, dann müsste man direkt wieder ein paar hundert Euro investieren, damit die Aufbewahrungslimits auf Max sind. Das muss man halt einberechnen. Und früher habe ich gesagt immer, ich habe kein Problem damit, meinen Account direkt zu verkaufen. Was bis dahin auch gestimmt hat. Ich habe einmal investiert bis dahin. 109 Euro, glaube ich. Jetzt habe ich zum zweiten Mal aufgeladen. Und ich hoffe, die zweite Aufladung reicht mir noch ein paar Monate bis April, denke ich mal. Aber als ich das gesagt habe damals mit dem Account verkaufen, da hatte ich halt echt noch gar nichts Besonderes auf dem Account. Ich hatte zwar viele Hunderte, beinahe jeden, aber jeder von denen, den ich habe, die sind häufig. Die hat jeder 0815 Typ, der auf eine Purge geht. Er muss nur 1, 2, 3 Purges durchmachen und dann hat er dieselben 100er wie ich. Also ich habe keins von den Überklassen Kikli, Nocturne, Galaxo, Lapras, Togetic und sowas. Bis ich vor kurzem halt 100er Kyogre gefangen habe. Mein einziger Klasse 100er. Und ansonsten ist auf dem Account halt nichts Besonderes, außer halt die Zeit und Mühe und Erinnerungen, die ich drauf habe. Also dieselbe Erinnerung habe ich auch in den Videos, auf den Videos. Deswegen, theoretisch wäre ich bereit, den Account zu verkaufen, aber ich würde natürlich niemals in echt ein Angebot bekommen. Ich frage mich auch echt, wer sowas kaufen würde, für so viel Geld. Also ich bin echt keiner, der irgendwie Accounts kaufen würde. Wenn, dann fange ich neu an, investiere das Geld direkt in Pokémünzen und dann geht's los. Aber wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Bin gespannt, für wie viel der Account am Ende auslaufen wird. Und das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten rein, was ihr für euren Account wollt. Vielleicht will ja irgendjemand anderes in den Kommentaren das kaufen. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.